Blödsinn miteinander und herzlich willkommen zu einem kleinen Videoausschnitt, in dem ich Ihnen zeige, wie Sie als Vorgesetzte Absenz via Spesenanträge für Ihre Mitarbeiter über das MyAbacus freigeben können. Als erstes tun wir uns hier einloggen in MyAbacus. Dann kommen wir hier auf unser Dashboard. MyAbacus ist ein Mitarbeiterportal. Sie als Vorgesetzte sehen alle Ihre unterstellten Mitarbeiter mit den Daten, mit Auswertung, mit Listen, mit der kompletten Zeiterfassung. Sie sehen, wer wenn Ferien hat, etc. etc. So, in dem Video geht es ja darum, dass ich Ihnen zeige, wie Sie als Vorgesetzte die Spesen wie auch Absenzanträge können freigeben können, respektive visieren. Wenn man sich hier ins Dashboard einloggt, dann sehen wir hier oben rechts so ein Inbox, wo wir hier die Mitteilungen haben. Klicken wir hier drauf, dann sehen wir, dass wir jetzt hier einen Spesenantrag zu visieren haben, wie auch einen Ferienantrag. Mittels Doppelklick öffnet sich automatisch rechts so ein Fenster mit einer Aufgabe in dem Sinne. Dann sieht man hier die einzelnen Daten, von wem das der Antrag kommt, wenn das wir empfangen haben. Und was geht es noch für den Antrag? Da sieht man jetzt, dass die Mitarbeiterin Jacqueline Künstler Sommerferien beantragt für den Zeitraum 15.08 bis 26.08. Des Weiteren, wenn man hier abscrollt, hat man hier individuelle Auswertungen, die man hier anhängen kann. Mit der Absenzübersicht sehen Sie Ihre Mitarbeiter und wer im gleichen Zeitraum auch gerade Ferien hat. Man sieht aber Ferienkontrolle. Da sieht man jetzt den Saldo. Das ganze Jahr hinaus gesehen. Die Anträge, respektive die Auswertungen, die können wir auch alle direkt downloaden oder aufladen in unser DeepView mit Cloud. Und mit Absenzkontrolle sieht man auch noch die komplette Absenz aufs ganze Jahr ausgesehen von der Mitarbeiterin. Wenn wir jetzt hier den Ferienantrag freigeben, kann man hier oben rechts auf Antworten klicken. Hier kann man jetzt noch individuelle Mitteilung mitgeben, bis die Ferien sind in Ordnung. Sorry, die Ferien sind in Ordnung. So, dann kann man das bestätigen. Falls man die Ferien ablehnt, kommt das nicht einfach so, sondern das ist eine Einstellung, die man setzen kann. Falls es gewünscht ist, dass da wirklich ein Text schon mitgegeben wird, ein Antworttext, wieso die Ferien abgelehnt werden soll. Wenn wir sagen, nein, Ferien sind in Ordnung, können wir da jetzt auch bestätigen. Und die Mitarbeiterin erhält jetzt auch eine Meldung, dass Ferien visiert sind und in Ordnung sind. Gut, jetzt haben wir hier noch einen Spesenantrag, den wir noch freigeben müssen. Analog wie der Ferienantrag mittels Doppelklick öffnet sich hier rechts das Fenster. Da sieht man jetzt auch wieder den Spesenantrag. Auch von der Mitarbeiterin Jacqueline Künzelon. Hier können wir den Spesenbeleg mal aufrufen. Das ist jetzt der Spesenbeleg vom Abaco selber. Man sieht jetzt hier die Buchung. Das war Mittagessen mit dem Kunden XY für die Besprechung für das Projekt 1993. Es handelt sich um 148 Franken. 7,7% Mehrwertsteuer. Auch das können wir direkt downloaden. Dann hat man noch den Button Rapport freigeben. Da kommt man auf eine andere Maske. Und wenn man da jetzt das Vorgesetzte das aufklappen, dann sieht man da wieder den gleichen Spesenantrag. Da rechts im Dossier gibt es noch ein Büroklemmeri. Das heisst, die Mitarbeiterin hat uns einen Anhang mitgeschickt. Wenn man da draufklickt, dann sieht man jetzt da die effektive Quittung, was uns da mitgeschickt hat. Auch das können wir direkt downloaden und die Cloud aufladen. Da ebenfalls Doppelklick und die einzelnen Infos. Oben rechts auf Ausführen kann man dann auch wieder den Spesenantrag bestätigen oder mit einem Kommentar den Spesenantrag ablehnen. Da hätten wir es auch bestätigen. Und ja, das war es auch schon. Also ich hoffe, ihr könnt
die Visierung von Absenzialspiesenanträgen im August näher bringen. Und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.